der Nimbus der Volkspartei gerade in den ostdeutschen Bundesländern oder in den einigen ostdeutschen Bundesländern auf der Strecke bleibt, beunruhigt Sie noch nicht? Doch, das beunruhigt mich schon. Ich glaube, es zeigt, dass wir noch klarer uns positionieren müssen, dass wir auch die Wählerinnen und Wähler noch direkter abholen müssen. Das ist ja das, was eine Volkspartei auch ausmacht, in die Gespräche hineinzugehen. Ich war selber im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt unterwegs. Das ist nicht ganz einfach. Dort gibt es sehr andere Lebensumstände, beispielsweise als in Nordrhein-Westfalen. Und das hat auch in meinen Wahlkampfveranstaltungen immer eine große Rolle gespielt. Die Frage Flüchtlinge, wie geht ihr damit um? Wir haben in Nordrhein-Westfalen viele, viele Flüchtlinge aufgenommen. Wir haben auch einen hohen Migrationsanteil und wir leben sehr gut damit. Und das ist zum Teil doch auf Erstaunen getroffen, wenn ich da im Osten unterwegs war.